Was ist mit Ecke? Okay, was ist passiert? Du weißt halt nicht, ob dich jemand abgezogen hat, ne? Nee, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß immer, wie ich hierher gekommen bin. Jungs, wie kam der denn hin? Ist er selber gefahren? Mit dem Buddy ist er gekommen. Mit dem Buddy und dann gegen die Säule gefahren und dann war er schon bewusstlos am Boden, also wir wissen es selber nicht. Yo, Andrew. Yo. Alles fit. Was war mit Cops, Jungs? Was war das gerade, diese Aktion? Keine Ahnung. Die Fahrzeuge sind weggefahren? Ja, das ist ein Reaction. Waren die nochmal Reaction? Ey, Jungs, AK ist wieder bewusstlos, Jungs. Schon wieder? Ja, ruf den mal einen Medic, die sollen ihn mal mitnehmen. Ja, ich glaube einfach nur, der hat keinen Bock auf den Club, will das nicht sagen. Ich auch. Ich macht eine volle Show, ja. Ja. Mahlzeit, Männer. Oh, Mahlzeit. Chef. Alles gut bei euch? Wie geht's euch? Habt ihr gut gepennt? Ja, sehr gut. Servus, Mann. Jo. Cool. Alles gut, Bruder. Bei euch? Chef. Auf jeden. Wir haben ein bisschen eingerichtet, ne? Was geht, Bruder? Bruder, ich sehe schon gerade, was geht hier ab, Alter. Ich gut. Bin. Ja, alles super, Bruder. Chef, komm mal mit, ich zeig dir ein bisschen was. Ich führe dich ein bisschen rum, was wir gemacht haben. Also. Grill haben wir schon mal, sehe ich. Grill, Bierschrank, hier ist unsere Chill-Ecke. Dann kommst du. Oh, geil, Digga. Komm, Enzo. Ja, ich bin gespannt, wenn es dunkel ist, ne? Mit den Lichtern, wie das aussieht. Ich sag mal, Lukas, also komm. Jo, AK. Ach, genau, Funk. Ah, warte, Jungs, warte. Oder bei dieser Location, da kann man. Jungs, ey, vielen, vielen Dank, ja. Bruder. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Alter. Ich bin echt stolz auf euch, Alter. Alles klar. Gerne, alles für den Club, sagen wir noch. Bruder, Raf, komm mal her. Komm, Bruder. Vielen, vielen Dank, Digga. Kein Thema, Mann. Ey, geil, Alter, geil. Ey, ihr habt mich jetzt gerade schockiert. Ey, irgendwie. Herr Banner. Jo, Bruder. Also, du hast gesagt, wir teilen uns jetzt auf. Ich habe einen Plan, was wir machen könnten. Ja. Ich habe schon mit deinem Bruder geredet, der ist auch einverstanden. Jetzt kommt es auf dich an. Okay. Dass du und Gustavo, dass du und Enzo oder so, dass ihr dabei die Sachen verkaufen geht. Ja. Und du mir und Gustavo da ein bisschen Geld aus der Kasse gibst und mir noch ein paar Sachen für hier ein bisschen zu denken. Ja. Machen, ne? Können wir machen. Wenn hier die Kegel würden wir wegmachen und dann noch so Pöller hinstellen, aber wir hatten gar keine Kohle. Ich habe meine ganze Kohle. Okay. Ja, können wir machen, auf jeden Fall. Super, Bruder, super. Gustavo, sonst bei dir alles gut, Bruder? Ja, klar, bei euch? Ja, muss, super. Immer, super, immer. Jungs, Alter. Ihr seid auf jeden Fall sehr motiviert. Ja, Digga. So. Jeder sehen, Fahrzeuge müssen richtig, sehen. Richtig. Geil, Alter, geil. Sehr gut, Bruder, sehr gut. Geil. Ja, ja, auf jeden Fall. Hi. Was ist mit Ecke? Lukas? Warte, ich rufe ihn mal an. Okay, was ist passiert? Der ist dagegen Laterne gefahren und umgekippt. Digga. Du weißt halt nicht, ob dich jemand abgezogen hat, ne? Guck mal, das nee, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß immer, wie ich hierher gekommen bin. Das heißt, Strahler machen die unten, dass das Gebäude wird. Jungs, wie kam der denn hin? Ist er selber gefahren? Mit dem Buddy ist er gekommen. Mit dem Buddy und dann gegen die Säule gefahren und dann war er schon bewusstlos am Boden, also wir wissen es selber nicht. Kann aber ich die Karre gefahren, aber ich hab nicht mal mein Auto gerissen. Ja, warten müssen auf jeden Fall jetzt auf Info warten, ne? Naja, ich werde den jetzt anrufen. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock, hier stundenlang auf den zu warten. Ich will auf jeden Fall mich irgendwie heute nützlich machen, weißt du? Ja, Mann, ich hab Bock zu ackern. Ja, ich auch. Jo, jo, ja, jo, Andrew. Zwei Minuten da. Alles klar, Digga, okay. Alter, bis gleich. Jo. Jo, Andrew. Jo. Alles wird. Was war mit Cops, Jungs? Was war das gerade, diese Aktion? Keine Ahnung. Die Fahrzeuge sind weggefahren.
Ja, sagt es in Reactions. Wer waren die nochmal? Reactions? Ey, Jungs, AK ist wieder bewusstlos, Jungs. Schon wieder? Ja, ruf den mal einen Medic, die sollen ihn mal mitnehmen. Ja. Andrew, komm rein. Nimm dein Bike ruhig, fahr rein. Mach dir mal kurz Platz, dass er reinfährt und am Halt macht mal wieder zu. Komm mal mit, Andrew, ich zeig dir ein bisschen was. Komm mal nach oben, ja. Auf jeden Fall, ja. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, gut soweit. Ja, alles easy. Super, super. Wer könnte das sein mit M5? Drei schwarze M5. Drei schwarze? Nee, das waren mehr, Junge. Nee, ich hab gerade drei waren das, ne, Raff? Ja, drei oder vier. Die anderen waren tanken oder so, das sind sechs. Okay, wer war das denn? Ich gehe davon aus, dass es Reaction ist, ne? Wie heißen die? Reaction Corp. Die sind von Reaction Corp. Okay, das heißt, was? Mafia, aha, okay. Und sonst alles gut? Ja, alles bestens, alles wunderbar. Ja, wir haben mit den Dogs gequatscht. Wir sind zu den Lost hingefahren und haben uns auch dort vorgestellt. Soll ruhig jeder wissen, wer wir sind. Habt ihr gar nicht schöne Bruder. Wir brauchen uns vor niemandem verstecken. Wir kennen das halt auch so. Wir fanden es halt nur ein bisschen noch zu früh. Aber okay, die Dogs, die sind aufmerksam geworden auf uns. Die hatten sich da irgendwie total die Filme geschoben. Ja, ich hab gesehen, die haben irgendwie drei Streiter oder was sind die zu euch gefahren, ne? Ja, richtig, genau. Mit wie vielen Mann waren die drin? Ja, die waren, lass mich nicht lügen, 7, 8 Mann mehr waren die nicht. Wir haben dem gesagt, wer wir sind. Der meinte, ja, Palito gehört uns, bla bla bla. Kann ich mir halt noch nicht leisten, du kennst das ja. Der kommt nicht aus deinem Loch. Okay. Ich weiß, bei den Lost haben wir uns vorgestellt. Der war halt ein bisschen sehr ekelhaft von seiner Redensart. Ich habe dem gesagt, hör mal Kollege, ich und mein Bruder kommen aus Albanien. Wir sind mit Krieg geboren und wir haben keine Angst vor Krieg, dass du Bescheid weißt. Ja. Da, wir wollen eine gute Nachbarschaft. Wir haben halt gehört, es wurde viel über uns geredet hier in der Stadt jetzt, obwohl wir... Ja, ich weiß nicht, wart ihr das am Würfelpark? Nein, haben wir nicht. Wie gesagt, wir haben halt gehört, viel wurde über uns geredet. Ich weiß nicht, wer geredet hat. Vielleicht weißt du irgendwie was in der Richtung. Wir über alle reden. Das geht wie ein Lauffeuer. Okay. Das ist, wenn eine neue Truppe auf der Insel kommt, die so hart auftritt wie ihr, dann bebt halt die Erde und dann müssen alle gleich vorbeigehen, weißt du? Okay. Und dann war ja noch, dass die, ich gehe mal davon aus, dass die Sky und ihre Lappen, das waren da am Würfelpark. Wahrscheinlich, weil, wie gesagt, weil die auch schwarze Kutte und rote Klamotte anhaben. Aber jetzt mittlerweile weiß halt irgendwie auch schon keiner mehr genau, ob das überhaupt schwarz-rot war oder ob das rot-braun war. Da gibt es so viele. Wie gesagt. Ich möchte gerne Kleinclubs und keine Ahnung was, weißt du, da gibt es noch. Wir haben bestimmt 4, 5 Kleinclubs, von denen keiner so jemals irgendwas richtig weiß. Was weiß, ja. Und die rennen halt auch rum, wie so lustig sind. Ja, guck mal, ich brauche auf jeden Fall 6 Nightblades und ich weiß halt nicht, was meinst du, 6 Nightblades, was werden die Kosten in der Fertigung? Muss ich nachfragen, habe ich echt. Keine Ahnung, weil die haben auch gefragt wegen Würfelpark und so. Ich habe gesagt, hör mal, wir sind keine Leute, die Zivilisten abfacken. Wir sind keine Würfelpark-Penner, weißt du? Ja, so einen Scheiß musst du nicht machen. Ja. Nee, das habe ich auch nicht vor. So einen Kram mache ich nicht. Ja, egal, Andrew Davidson hier. Vielen Dank nochmal von dir. Und dann hören wir uns morgen, Andrew. Kann ich dir noch irgendwie was zu essen anbieten, irgendwas zu trinken? Nee, brauchst du irgendwas, Digga? Danke. Soll ich dich nach unten begleiten? Ja, wir bringen dich alle jetzt nochmal nach unten. So. Vorsicht. Alles gut bei dir? Ja. Alles gut, Bruder, alles gut. Ja, die Sanctus. Und was fährt die, Andrew? 230. 230. Kann ich mal ein Stück damit fahren? Ist das okay für dich? Ja, klar. Ich bin damals die Sanctus da bei uns in Amerika gefahren. Weißt du, wie die hochkriegst? Ja, ne? Ja, natürlich, Digga. Ja. Ist halt wie die Avaros, ne?
danke auf jeden Fall, ne? Alles klar, ja, kein Problem, gerne, Mann. Und wir hören uns dann morgen, ne? Alles klar. Alles klar, Affa, mein Bester. Affa, Affa. Ja, Männer. Drei Burritos und den Pounder. Alles klar. Bruder, du kommst mit mir, wir fahren den Pounder. Bruder, dieser LK, jetzt hätte er mitmachen können, so 30 können. Ja, ja, Katastrophe. Ja, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der ist auch irgendwie so tollpatschig irgendwie. Ich fall ab und zu auch mal so ein Dach runter, habt ihr gesehen, aber Bruder, sowas ist nicht so. Ich glaube einfach nur, der hat keinen Bock auf den Club und will das nicht sagen. Ich auch, ich mach auch. Macht voll die Show, ja. Ja. Wie der Enzo schon sagt, guck mal, der Enzo ist hart im Leben, wenn wir sowas brauchen wird. Wir konzentrieren uns auf uns und wir wissen, welchen Standpunkt der hat bei uns. Ganz einfach. Ja, ich fange an, komm. Schlaf gut, Männer. Affa. Ja, gute Nacht. Affa.